sollte ein spanischer Graf Vorbild gewesen sein für den Gralsritter Parzival. Ein gräflicher Vetter des Königs trug den Beinamen Perche de Val, woraus Parzival wurde. Auf der Ahnentafel entdecken wir jenen spanischen Grafen. Personen aus der Überlieferung lassen sich auf reale Vorbilder zurückführen. Jetzt wollen wir die Orte der Gralsgeschichte überprüfen. An dieser verlassenen Kapelle entdecken wir ein Kreuz, das wie eine Waffe gehalten wird, ein Zeichen der Tempelritter. Die Templer, die in Jerusalem das heilige Grab bewachten, wurden zu Hütern des Grals. Wir haben hier etwas sehr Bemerkenswertes und Besonderes gefunden, nämlich die Überreste oder die Nachfolgebauten einer Einsiedelei, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Parzival erwähnt wird, und zwar in ihrem Verhältnis zur Gralsburg. Wir haben hier also die Einsiedelei und hier die Gralsburg. Beide liegen zueinander so, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es eben dieser Weg ist, der wiederholt beschrieben wird. Eine Tagesreise von hier soll die Gralsburg liegen. Verborgen und unsichtbar in der Wildnis. Im Umkreis von etwa 20 Kilometern machen wir uns auf die Suche. Im Mittelalter ist die Burg das Sinnbild von Stärke und Macht. Eine unsichtbare Burg wäre ein Widerspruch in sich selbst. In einem abgelegenen Tal unter einem Felsabhang entdecken wir, was wir suchen. Eine Burg im Verborgenen. Wir sind bei der Klosterburg San Juan de la Peña. Dies ist der Ort, an den der todkranke Herrscher Alfons I. gebracht wurde. Jetzt verschaffen wir uns Gewissheit. Im Königsregister der Bibliothek von Barcelona finden wir einen Hinweis auf eine Urkunde, in der die Klosterburg und eine Schenkung erwähnt werden. Die Schenkung betrifft einen Gegenstand, der halb spanisch, halb lateinisch Calice Lapideum genannt wird, übersetzt steinerner Kelch. Eben dieser steinerne Kelch soll sich in San Juan de la Peña befunden haben, und zwar, wie es heißt, in der Kapelle. Unter dem ältesten Teil des Klosters liegen aus dem Stein geschlagene Gewölbe. Wir stellen uns vor, dass in diesem unteren, ganz im Felsen ruhenden Teil, in der Nische oder auf dem Altartisch, der Gral aufbewahrt wurde. Die Kapelle, die das Dokument aus dem Königsregister nennt, liegt über dem Gewölbe. Sie ist gebaut wie ein Tempel. Dies ist der Raum, den Parzival suchte, und der in den Gralsromanen ausdrücklich als ein Tempel beschrieben wird, der sich inmitten einer Burg befindet. Als Parzival nach vielen Mühen und Abenteuern endlich zur Gralsburg gelangt, wird er Zeuge der Gralsprozession. Angeführt wird sie von der Gralsjungfrau. Ihr folgt ein Träger mit der Lanze, die Jesus in die Seite gestoßen wurde und die nicht aufhört zu bluten. Schließlich eine Trägerin mit der Schale, auf der das Haupt von Johannes dem Täufer gelegen haben soll. Parzival versäumt es, die erlösenden Fragen, wem dient der Gral und woran leidest du an Fortas, zu stellen. Erst bei seinem dritten Besuch auf der Burg wird Parzival durch seine Fragen den König von seinem Leiden erlösen. Der Gralskönig Amfortas residierte hier, und die Templer schützten den Gral. Wir müssen also annehmen, dass dies, die Gralsburg San Juan de la Peña, der historische Ausgangspunkt ist für das, was wir als die Gralsgeschichte noch in unserer literarischen Überlieferung haben. Wir folgen einer letzten Spur. Sie führt zur Kathedrale von Valencia.
Diese Seitenkapelle in der Kathedrale trägt den Namen Capilla del Santo Calis, Kapelle des Heiligen Grals. Seit fast 600 Jahren wird hier der Heilige Gral verehrt, obwohl ihn die katholische Kirche offiziell nie in die Reliquienverehrung aufgenommen hat. Über dem Altar befindet sich ein mit Panzerglas gesicherter Schrein, darin das Gefäß, das in der alten Urkunde erwähnt wird. Calice Lapideum, der steinerne Kelch, der Heilige Gral. Im alten Palast von Saragossa hat der Wissenschaftler Antonio Beltran den Kelch archäologisch untersucht. Ohne Zweifel wurde der Gral, so wie wir ihn heute kennen, in San Juan de la Peña zusammengesetzt, wohl von Goldschmieden byzantinischer Herkunft. Der obere Teil des Kelches kommt aus dem vorderen Orient. Wahrscheinlich wurde er in Antiochia oder Alexandria hergestellt. Der archäologische Befund ist absolut sicher. Es ist eine Arbeit, die zwischen der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus und der ersten Hälfte des Jahrhunderts danach entstanden ist. Auf dem unteren Teil, auf dem steinernen Fuß des Kelches, befindet sich eine arabische Inschrift. Und das sicher schon aus einer Zeit, bevor das Gefäß nach San Juan de la Peña kam. Man benutzte diesen Stein als Sockel. In der Gralsdichtung heißt es, dass zu Zeiten auf dem Gral eine sonderbare Inschrift erscheint. Professor Beltran hat die kaum lesbaren arabischen Zeichen entdeckt. Eine geheimnisvolle Inschrift, deren Bedeutung bis heute nicht enträtselt ist. Die arabischen Worte Al-Lapsit Silis. Wolfram nennt im Parzival-Roman den Gral Lapsit ex Silis. Kann diese Übereinstimmung Zufall sein? Der Stein, den er als Gral bezeichnet, ist der Sockelstein des Gralsgefäßes von Valencia. Die Überlieferung vom Heiligen Gral ist mehr als eine abenteuerliche Legende. Auch das Rätsel der Gralsburg scheint gelöst. Wir sind ans Ende unserer Reise in die Vergangenheit gelangt. Die Suche nach dem Heiligen Gral, jenes Lebensziel der Ritter der Tafelrunde, ist eine über ganz Europa verbreitete Geschichte. Ihre mythischen Wurzeln reichen in vorchristliche Epochen zurück. Schließlich fand die Gralssuche neue Gestalt in Erzählungen und Romanen, sodass sich die Grenzen zwischen Erfindung und Realität, Fantastik und Geschichtsschreibung auflösten. Die Suche nach dem Heiligen Gral, einer der großen Mythen Europas, Sinnbild für die Sehnsucht des Menschen nach Erlösung, Glückseligkeit und ewigem Leben.